Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. In der letzten Folge sind wir hier geendet, an der ersten Tauchstelle in der neuen Welt. Und dort werden wir jetzt anfangen zu tauchen und hoffen mal, dass wir hier mit einigen Tieren, die wir brauchen, nach Hause gehen. Schwarzer Kaiman war jetzt nicht eins, was wir direkt gebraucht haben, aber es ist auf jeden Fall eins, was wir nutzen können, denn das haben wir noch nicht so oft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir fahren direkt mal hier oben weiter, um direkt mal in Freakton weiter zu suchen. Und dann geht es gleich runter nach Dubahir, wo hier unser Slot ist. Und dann werden wir Mossy Toft abarbeiten, wo wir 4 Karten haben, wenn ich das richtig notiert habe. Und dann müssen wir noch einmal nördlich von Freakton hin zu einer Felsformation. Und in der Zeit, wo wir gleich da runterfahren, werden wir noch mal ein bisschen einkaufen. Aber gerade sind wir ja gleich da. Und jetzt haben wir auch schon wieder unsere 250.000. Wir haben 250.000 Einwohner. Und davon sind fast 200.000 Investoren. Was natürlich Sinn macht, ne? Dass wir sehr, sehr viele Investoren haben. Weil das ja dann auch am Ende immer unser Hauptziel ist. Ich würde sagen, wir versuchen uns hier noch mal ein bisschen besser mit beiden zu halten. Leicht erhöht probieren wir bei ihr mal. Okay, hat nicht funktioniert. Und wir fangen hier mal an zu tauchen. Da stehen wir aber nicht gut genug für dran. Ich frage mich, was das dahinter ist. Dahinter versteckt sich so minimal so ein Ding. Ich weiß nicht, was das ist. Und wir kriegen hier tatsächlich den weißen Hai. Jawohl. Der weiße Hai ist raus. Damit brauchen wir den nicht mehr. So, jetzt habe ich hier trotzdem noch die Karte eines... Was? Stopp, 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 stopp. Warum werden wir angegriffen? Ist es von N? Ja. Komm, Waffenstillstand, gönn rein. N! Mach keinen Quatsch. Ja, gar kein Problem. Du kriegst gern das Geld. Ey, weißt du, N, du kannst auch mehrere Millionen anfragen und ich drücke Ja. Eieieiei. Das ging jetzt schon wieder. Wenn die Meldung kommt, dann geht es immer durchs komplette Blut. So, neue Welt. Wir haben den weißen Hai schon. Ich hatte das aber noch weiter drauf stehen. Das heißt, wir werden hier die Karte noch abarbeiten. Und dann geht es hoffentlich fürs Walross runter. Rüber in die Arktis. So, in der Zeit können wir dann tatsächlich nochmal ans Kap. Wir haben hier noch ein Schiffchen stehen. Und kaufen dann mal ein bisschen was für die Arktis ein, würde ich sagen. Naja, jetzt ist das hier natürlich wieder alles durcheinander, aber wir brauchen ja nur bei Arktis-Dingern anzuhalten. Und dann auch nur bei den legendären oder zumindest epischen. Oh, da ist legendär. Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich brauchen wir nur noch die Karte des arktischen Beckens. Denn hier haben wir jetzt... Oder habe ich... Moment, wen habe ich denn jetzt gerade nicht mehr auf meiner Liste stehen? Das war ein bisschen dumm, dass ich da was rausgelöscht habe. Ich glaube, beim Schneeflockenset fehlt mir jemand, den ich nicht mit draufstehen habe. Und bei Bente, ne, wir hatten es ja festgestellt, bei der Inselübernahme von Bente, da kriegen wir auch Sachen. Das heißt, das könnten wir im Cup mal so ein bisschen vorbereiten. Ihr schon mal ein bisschen was für ihr Museum spenden, ne? Wie sie immer sagt. Und da werden wir dann mal schauen. Das sind ja 4 kleine Inseln, ne? Aber wenn wir bei jeder Insel die Chance auf die Tiere haben und die dann übernehmen, es geht mir nur um Wohltätigkeit natürlich, dann wäre das natürlich schon wieder gut, ne? Wo sind unsere Schiffe unterwegs? Warum seid ihr so langsam? Achso, weil ich auf einfache Geschwindigkeit gestellt habe. Lui. Ja, okay. Alles klar. Dann ist natürlich in Ordnung, dass ihr so langsam seid. Das hier wird auch erstmal die letzte Folge sein, die ich eben aufnehme, bevor es für uns nach Schottland geht. Das heißt, was hier nach passiert, wird dann alles wieder in einem späteren Zeitraum passieren. Und wir machen uns hier jetzt mal mit einem weiteren Schiff fertig für eine neue Expedition, die uns gerade aufgetan wurde, eine zoologische, wo wir möglicherweise Gefechtskunde haben. Wäre natürlich nicht schlecht, die dann tatsächlich einzusetzen, aber okay. In Pines nehmen wir kurz noch den Bruder Hilarius an. Das ist ja Hilarious, Alter.
Und die Donnermuschel wollen wir gerne auf die Expedition setzen. Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Donnermuschel, Donnermuschel, Donnermuschel. So. Erstmal natürlich Sekt. Danach gehen wir auf Jagdglück. Jagdglück. Nehmen wir einmal die Ursula mit. Nehmen wir einmal den Marder. Mit da oder wie das heißt. Dann gucken wir jetzt mal kurz nach Gefechtskunde, was wir auf Schiffe lagern können. So. Okay. Die sind aber wahrscheinlich alles auch nur auf Gefechtsschiffen ausrüstbar. Oh nee, sie nicht. Kriegsschiffe, Kriegsschiffe, Schiffe. Dann nehmen wir sie doch nochmal mit. Ihn lassen wir dann hier erstmal. Ne, wobei, den können wir auch nochmal mitnehmen. Dann gehen wir jetzt nämlich noch auf Geschick. Alle Items. Geschick 50, schadet nicht. Und dann gehen wir noch einmal auf Jagdglück, denn das werden wir ziemlich sicher brauchen. Und nehmen noch einen Schattenwolf. Den nehmen wir mit. Wir nehmen hier ein Tiefgangschleppnetz mit und dann kann es hiermit losgehen. In Leviticus besucht uns in der Zeit nochmal die Ursula Green. Und wir gehen runter in die neue Welt und werden jetzt hier mal bergen und schauen, was wir hier so rauskriegen. Okay. Tiere, die wir nicht unbedingt brauchen, haben wir da jetzt gerade rausgekriegt. So. Aber dann geht es für uns jetzt hier mal weiter hier runter. Und hier gibt es jetzt einiges abzuarbeiten, wenn ich das richtig habe. Einmal links oben. Einmal rechts oben. Einmal rechts. Und ein noch einmal rechts. Also fangen wir links an und gehen dann einmal nach rechts rum. Werden dann da alles finden. In der Zeit. So, und dann müssen wir hier aber auch immer wieder mal unsere Tiere auslagern. Weil sonst würde das alles hier schon nicht mehr funktionieren. So, wo ist die nächste Stelle? Ich würde sagen, da ist die nächste. Vielleicht meldet der sich nochmal früher, unser Echolot. Ich vermute aber mal nicht. Sieht so aus, als hätte ich tatsächlich das Richtige erfasst. Und tut mir leid, wenn wir es jetzt auf dreifacher Geschwindigkeit laufen lassen und es dadurch jetzt irgendwie relativ viel auf einmal passiert. Aber das ist dann angenehmer mit den Schiffen hier. Ne? Geht natürlich auch schneller voran. Und dann hängen wir hier nicht allzu lange dran, denn das ist jetzt ja auch nicht die spannendste Sache, auch wenn ich es ein cooles Feature irgendwie finde, dass man damit noch was machen kann. Ach, schon wieder so ein Leuchtkeimer. Dank unserem Admiral. Warum kriege ich die nicht ausgelagert? Auslagern bitte. So, jetzt geht's. Okay. Ein bisschen weiter rund um die Insel. Das hier dürfte dann das direkt... Ah ne, guck mal hier. Hier sind noch zwei. Hier sind die beiden. Einmal hier direkt rein. Und dann noch einmal direkt daneben. Und diese 10 Sekunden für das Tauchen da auch vollkommen in Ordnung. Eine Qualle kriegen wir hier. Ich weiß auch echt nicht, ob uns jetzt noch irgendwas fehlt. Aus diesem Set hier. Aus dem, mit den Dingern quasi. Oder ob wir da jetzt schon completed sind. Und jetzt gerade hier ein bisschen umsonst noch fahren. Oh! Der Albino-Alligator, der hat uns auf jeden Fall noch gefehlt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Dann packen wir doch nochmal hier unseren Zeug. Alles rüber. Ach ne, wir haben ja noch eine. Ne? Wir haben noch eine. Eine liegt uns hier noch da. Und dann haben wir die neue Welt abgeschlossen. An Items. Den Albino-Alligator haben wir damit dann auch. Den können wir also dann quasi einmal hier rausstreichen, als den haben wir. Ah, und den Albino-Gorilla und den weißen V, den kriegen wir nur über Bento oder Expeditionen. Das ist doch nervig. Ach, guck mal hier. Den Amazonas-Delfin brauchen wir auch aus Karte des Wallriffs noch. Das wäre natürlich jetzt noch Premium, wenn wir den jetzt hier noch kriegen. Sonst kaufen wir uns vielleicht noch mal ein paar. Ich wusste, dass diese Crew sie nicht. Ein Schwarzdelfin, cool. Also sieht cool aus. Ist zwar nicht das, was wir brauchen, aber sieht nice aus. Wir wollen aber ins Kap und kaufen dann noch mal so ein paar Wallriff-Karten.
Schwimmdidelei, da oben ist es. So. Das heißt, wir suchen hier jetzt einmal nach so einer Wallriffkarte. Dann suchen wir nur noch damit. Jetzt kriegen wir die. Ah, da war sie, glaube ich. Also, da könnte sie gewesen sein. Da war sie, glaube ich, ist falsch. Da könnte sie gewesen sein. Da war auf jeden Fall eine. Nein, keine Karte des Wallriffs. Auch das hier keine Karte des Wallriffs. Ach komm schon. Wir brauchen noch nur Karten des Wallriffs jetzt mal, so ein paar. Bitte. Hä? Vorhin haben wir die aber häufiger. Da war schon wieder eine, die wir überrollt haben. Könnte sie gewesen sein. Wieder mal unsere liebe Karte des Wallriffs. Wir lassen jetzt auch alles gezielt sonst einfach an der Seite liegen. Er ist ja falsch. Nicht allzu viele Änderungen. Haben wir ja schon abgehakt alles. Im Cup. Die Sachen. So. Dann rollen wir hier mal weiter. Haben wir noch irgendjemanden nur als Tauchen draufstehen? Nein. Okay. Weil das hatten wir ja am Anfang gemacht. Einfach nur als Tauchen aufgeschrieben. Und das natürlich, sagen wir mal, ist fahrlässig, ne? Müssen wir hier mal schauen. Ey, komm schon. Ach, da war jetzt schon wieder eine, die wir überrollt haben. Das war sie bestimmt wieder. Ach, die Unterwasserpyramide kann mir doch echt gestohlen bleiben. Ah, geht doch, so. Und jetzt können wir rollen, bis wir irgendwas Farbiges sehen. Wenn wir was Farbiges sehen, kaufen wir es. Muss mir immer wenigstens kurz Reaktionszeit lassen, damit ich theoretisch hier noch runtergehen kann von dem Kauf, von dem Reroll-Button eigentlich, ne? Nicht von dem Kauf-Button. Denn sonst passiert das, selbst wenn wir jetzt, also wir haben ja jetzt eine sehr, sehr gute Indikation, ob da jetzt ein Item dabei ist, was wir brauchen oder nicht. Es ist uns ja jetzt gerade auch noch nicht passiert, das heißt, selbst mit der Geschwindigkeit scheint es so ganz in Ordnung zu funktionieren, meine Reaktion. Fische müssen darauf achten, mit wem. Komm, wir gehen mal irgendwie mit 6 Karten nochmal oder so. Vielleicht mit 7 und aktivieren eine nicht zur Sicherheit. Sehr schön. Aber es dauert natürlich auch, bis wir hier wieder kriegen, ne? Also, wir nehmen sogar gerade an Geld ein bisschen ab, wenn wir so schnell rerollen. Was nicht schlimm ist, ne? Schadet uns jetzt nicht. Aber es ist, man kann das schon mal anmerken. Komm, einmal noch. Ihre Einwohner sind da war sie. Okay, gut. Es hat nicht sollen sein. Wir aktivieren sie und suchen uns dann gleich nochmal die Inseln raus. Okay, schon mal 3 unterschiedliche. 4 unterschiedliche. Ich glaube, die hatten wir jetzt gerade schon mal. Okay, und da unten sind wir ja noch in der Nähe. Neue Welt also erstmal. So, jetzt müssen wir erstmal wieder analysieren. Beziehungsweise wir können erstmal wieder hier runterfahren, so in die Richtung. Hier unten war irgendwo was. Da. So. Und sonst gucken wir uns das jetzt mal an. Die machen wir jetzt gerade. Alles klar. So, dann haben wir hier die Insel mit einem C. Das könnte hier Dobahir wieder sein. Das sieht ganz danach aus, als hätten wir Dobahir. Also Mossi haben wir einmal, Dobahir haben wir einmal. So, das hier ist jetzt wieder so ein kleines Ding, ne? Hier ist es. Also nördlich von Nixton. Haben wir eine. Das war die jetzt gerade, ne? Korrekt. Dann gehen wir eine tiefer. Eine sehr zersplitterte Insel. Das sieht aber ganz nach hier drüben aus. Genau, einmal Dan. Einmal. Dann haben wir hier noch einmal bei Dobahir. Und unsere letzte Karte führt uns nach... Das könnte tatsächlich Weeks Corner sein.
Das ist Weak's Corner. Okay, dann müssen wir ja, wo es als nächstes direkt hingeht. So, und wir brauchen nochmal so einen Delfin hier. Also nicht so einen Delfin, sondern einen anderen Delfin. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Delfin. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Moment, schauen wir nochmal kurz ins Menü. Irgendein Delfin. Amazonas-Delfin, den brauchen wir. Das ist episch. Wir haben ja episch, haben wir ja als Boost drin, ne? Chance selten episch, jawohl, ist drin. Und das auch noch aktiv, ne? Episch und legendär, wunderbar. So, dann geht's hier einmal runter. Hier jetzt nicht die Top-Items gefunden, ne? Also den Blobfisch brauchen wir nicht. Können wir während dem Fahren umladen. Da ist aber auch nicht mehr viel Platz drauf, ne? Du kannst theoretisch schon abfahren wieder. Das wäre aber echt abgefahren. Neue Welt, wir sollten dem Schiff vielleicht einfach noch ein weiteres Schiff zur Verfügung stellen. Was hier vielleicht schon mal bei Dubai hier warten kann. Denn hier müssen wir auf jeden Fall noch hin. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Da zum Beispiel. Da müssen wir zum Beispiel hin. Okay, wir bergen mal und in der Zeit machen wir hier das Schiff mal voll. Mit unserem einen Delfin. Jetzt haben wir hier einen Alligator-Hecht gekriegt. Das kommt schon mal wieder rüber. Und hier müssen wir nochmal per Hand einsammeln. Was war das hier jetzt Schönes? War ja nochmal Schrott, okay. Wir gucken mal, was wir an Schrott noch so darüber kriegen. Hier, den kriegen wir noch rüber. Dann kann das Schiff, muss tatsächlich auch schon abdrehen. Und dann werden wir hier bei Dubai hier aber tatsächlich gleich auch schon Hilfe von dem anderen Schiff brauchen. Dubai hier ist eine Insel weiter oben natürlich. So. Dubai hier, da hatten wir aber zwei Karten. Müssen wir gleich nochmal schauen. Wir schnappen uns erstmal noch ein weiteres Schiff und schicken das auch zur Verstärkung hier runter. So, Dubai hier. Einmal noch hier oben. Okay, gut. Dann haben wir das schon mal im Blick, wo wir noch hin müssen. Wir haben also unsere beiden Targets. Und hoffen mal, dass wir hier was Schönes kriegen. Ja, hier müssen wir wieder ein Bild machen von Goldminen. Okay, aber nee. Ne? Also, weil wir haben das Nibelungen-Bums-Ding haben wir da eh noch nicht. Also können wir es nicht ausstellen. Punkt, fertig, aus. So ist es. Okay, wo bleibt unser Bergungsschiff? Selbst dreifache Geschwindigkeit macht das natürlich nicht zu einem Segelflieger, der irgendwie flott unterwegs ist. Aber ich dachte, wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Jetzt kommt, es setzt die epische Musik wieder ein, die uns hier durch die schweren Zeiten während des Tauchens begleitet. Und wenn wir hier abgeschlossen haben, was wir diese Folge wahrscheinlich machen werden, dann geht es vielleicht nächste Folge für uns weiter in wiederum neue Gefilde. Den Albino-Alligator kriegen wir nochmal. Ist nicht schlecht. Beschwere ich mich jetzt nicht drüber, ne? Nein. So, und dann haben wir hier nochmal. Dann hätten wir Dubai hier auch abgehakt, genauso wie Mossy. Haben wir auch abgehakt. So, wir nehmen kurz unsere Berühmtheit an. Wir nehmen ja immer einfach nur an. Und dann tauchen wir hier. Komm. Delfin. Nein, Rochen. Rochen braucht doch kein Mensch. Rochen, so. Und dann fahren wir erst hier hoch, würde ich sagen. Ein Schiff hat eine andere Region betreten. Du fährst bitte schon mal hier hoch dann. Und ein anderes Schiff ebenfalls. Und du fährst auch da hoch, denn du hast schon mal den Albino-Alligator und den weißen Hai, die wir beide brauchen. Du bist ein wichtiges Schiff. So, neue Welt. Habe ich die schon losgeschickt? Ja, ne? Ah, da kommen sie auch schon. Haben gedüst. Und hiernach können wir vielleicht sogar den schönen Schrott schon wieder abgeben, quasi. Als genug. Das heißt, ein Schiff wäre, also ist wahrscheinlich eh nach hier der Tour halt ein Schiff fertig, ne? Weil wir dann wieder ein Tier finden. Ich frage mich, ob das tatsächlich an unseren erhöhten Chancen hier liegt. Oh, ein Quastenflosser. Okay, nicht das, was ich mir erwartet habe. Aber auch nichts Schlechtes. So, und jetzt haben wir noch einmal hier drüben bei Dance District.
eine Sache zu heben. Da. Super. Und in der Zeit gehen wir dann eben doch nochmal zurück ans Kap und müssen wahrscheinlich nochmal neu kaufen. Das heißt wahrscheinlich, wir müssen nochmal neu kaufen. Und jetzt haben wir auch nicht mehr die schöne Hervorhebung, ne? Weil wir eins nicht gekauft haben. Da haben wir es aber direkt schon wieder. Oh. Aber das kaufen wir mit dem Luftschiff natürlich. Damit wir dann hier auch die Hervorhebung wieder haben, die farbliche. Vielleicht machen wir dann noch ein, zwei Quests gleich unten in der neuen Welt und hoffen dann doch nochmal darauf, dass wir das richtige Tier kriegen. Aber wenn dem nicht so sein sollte, dann ist dem halt nicht so. Und dann müssen wir beim nächsten Mal uns nochmal damit beschäftigen. Aber in der Arktis müssen wir ja eh noch tauchen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob in der Arktis dann eben, wie gesagt, auch tauchen ist oder ob es dann mit dem Luftschiff rumfliegen ist. Aber ich vermute mal, dass es auch tauchen ist. So, eins nehmen wir noch. Da war's. Da war's nochmal. Okay, ein bisschen langsamer im Klicken jetzt werden. Wir haben jetzt zweimal gemerkt, dass es zu schnell war. Und da kaufen wir uns die Karte des Wallriffs nochmal. Gehen erstmal in die Viticus, den Bekonin annehmen. Und dann würde ich ja eigentlich gerne bergen, aber unsere Schiffe sind noch nicht da. Da kommen sie aber schon angedüst. Das heißt, wir warten erstmal kurz. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt schon hier mit der Karte, bevor wir die anderen Karten aktivieren. Das sorgt ja jetzt bei uns für keinen Verlust oder sonst irgendwas. Okay. Bitte einmal hier ran. Let's go. Einmal der Schrott schon mal wieder weglagern. Und wir kriegen einen Orca. Okay. Ja, super. Du hast einen Wal im Wal gefunden. Super. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Okay. Hier machen wir aber dann doch Schluss für heute. Beim nächsten Mal müssen wir uns noch weiter um die Tiere kümmern, dass wir die suchen in der neuen Welt und auch in der Arktis. Tja, ich hätte nicht gedacht, dass das so zeitintensiv wird, aber jetzt ziehen wir es auch durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part Anno 1800. Bis dann. Ciao.